Hallo, nach langer Zeit endlich wieder ein Video von mir. Und zwar hatte ich relativ viele Anfragen über die SK30-Spindel, die ich in meiner umgebauten CNC-Baulimot eben verwende. Es handelt sich hier um eine Original-Baulimot-Spindel, die man auch im oder als Ersatzteil zu einem sehr guten Preis direkt beim Hersteller kaufen kann. Es handelt sich hier um eine SK30 Spindel mit Mitnehmersteine. Die Lager sind, wie man hier sieht, eben in diesem Gehäuse untergebracht. Und ansonsten kann man die Spindel ganz einfach austauschen. Also man hat hier natürlich eine andere Anzugstange, die etwas größer ist vom Durchmesser. Aber wie man hier sieht, ist hier alles original und man kann einfach die alte MK2 rausnehmen und die SK30 Spindel eben austauschen. Das funktioniert natürlich bei ähnlich gebauten Maschinen wahrscheinlich auch. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich habe es hier mal bei einem anderen Kopf, der ebenfalls so ein von so einer Hobbyfräse ist, und hier ist komplett der gleiche Durchmesser. Also wenn man hier die Spindel hernimmt von der MK2 Version, sieht man, dass das eigentlich bei allen das gleiche ist. Hier sieht man nochmal die alte MK2 Spindel. Sie ist mit zwei Kehlrollenlager gelagert. Wie man hier sieht, sind sogar Markenlager, also das sind FAG-Lager. Wie man hier sieht, wurde sie auch ausgerichtet. Also das ist nicht irgendein Arbeits- oder Verarbeitungsfehler, sondern es ist so, dass die Spindel nach dem Härten eben ausgerichtet wird. Mit einem Autogener, das machen wir bei unseren Mehrspindelköpfen auch so, und dann eben wieder gerade gerichtet wird. Und erst dann wird eben die Spindel geschliffen. Also das ist ganz normal. Auch hier das Lagergehäuse selber ist sehr schön verarbeitet, was mich eigentlich sogar etwas verwundert hat. Also das ist jetzt original aus einer Baulimot, was von mir noch nicht nachgearbeitet wurde, da es einfach nicht notwendig ist. Wie man hier sieht, sind die Stirnflächen geschliffen. Also das hier nennt man Stirnen. Bedeutet, dieses Gehäuse wird einfach in eine Außenschleifmaschine eingespannt, links und rechts zentriert, und dann werden eben zuerst die Außenbereiche geschliffen, links und rechts gestirnt. Hier auch. Und danach wird eben innen drin der Lagersitz geschliffen. Also eigentlich, wie man hier sieht, ist innen auch alles geschliffen. Von der Verarbeitung eigentlich relativ schön. Hier als Vergleich, das ist eine Spindel, die wir machen, die frisch vom Härten kommt, also eine HSK-Spindel. Hier fehlt natürlich noch die Bohrung fürs Kühlmittel. Die wird hier hineingebohrt. Und die ist eben für einen schnellen Werkzeugwechsel eben mit diesem Kurzkegel gebaut worden. Natürlich ist diese Spindel um etliche schwerer. Aber hier kommt auch eine ganz andere Belastung auf den Spindelkopf. Ich zeige euch noch den Rundlauf eben von dieser SK30 Spindel. Also ich habe hier eine Hundertstel-Uhr eingespannt, wenn ich das nur schnell auf Null stelle. So. Und ich drehe eben oben. Dann sieht man, dass der Rundlauf ungefähr im Bereich
von 6 μ, also 6000stel Millimeter ist, gemessen innen, also direkt an der Werkzeugaufnahme. Es gibt natürlich auch noch SK20 Spindeln, die jedoch für mich sehr sinnlos sind, da hier eine Aufnahme, eine Werkzeugaufnahme ungefähr 100 Euro kostet. Und die SK30 Aufnahmen, die bekommt man bei uns in Österreich über diverse Gebrauchtportale für 10 Euro, 10, 15 Euro. Also teilweise auch schon mit Spannzangenaufnahme bis EA32 oder auch Bohrfutter ebenfalls für 15 bis 20 Euro. Also hier spart man eine Menge. Und natürlich ist auch die SK30, was die Kraftaufnahme betrifft, in einer ganz anderen Klasse. Also SK20, das sind wirklich so eine Mini-Werkzeugaufnahmen, mit denen kann ich beim besten Willen nichts anfangen. Die Baulimot-Spindel hat sogar eben Mitnehmersteine. Viele Hersteller haben die gar nicht, weil sie einfach sagen, dass bei diesen Fräsen eben die Kraft so gering ist, dass man eben keine Mitnehmersteine braucht. Wenn man jedoch selbst anfängt, eben an dem Motor ein bisschen herumzuschraufen und einen stärkeren Motor anzubauen, dann ist das immer von Vorteil. Und das ist eigentlich nicht viel Arbeit, das ist genau eine Nut. Das sind zwei Gewinde, wo eben die Mitnehmersteine hineingeschraubt werden und fertig. Man verliert hier zwar in Z ein bisschen an Weg, dadurch, dass die Spindel eben wesentlich massiver ist, da auch die innere Lagerung oder die Innenlager größer sind, aber das hält sich in Grenzen. Da die Werkzeugaufnahmen bei SK30 sowieso hier plan anliegen und bei NK2 immer ein Stück herausragen, also effektiv verliert man hier in Z vielleicht 20 bis maximal 30 mm. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, oder wenn euch die Themen, die ich hier bringe, interessieren, dann abonniert mich. Und sonst bleibt nichts zum Sagen, außer bis zum nächsten Mal.